freue ich mich auf das Wochenende. Das ist das letzte Mal, dass die mir 3 Wochen Frühdienst am Stück aufgedrückt haben. Das warte mal, pass auf, super Spot hier, pass auf. Im Vergleich mit anderen Heizungsformen schneiden die EVO Elektroflächen-Teilspeicherheizungen besonders günstig ab. Über die Lebensdauer von Gas- und Ölbrennern sagte mir gerade ein erfahrener Wartungsmonteur, er rechne mit 8 bis 12 Jahren. Hey, das kostet dann richtig Geld. Elektroflächen-Teilspeicherheizung, ein super Wort. Länger ist nur noch Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän und das hat ein Kumpel von mir erweitert zu Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitäns Mützenknopf-Annäherungsfaden. Willst du vor dem Besichtigungstermin noch mal nach Hause? Was für ein Besichtigungstermin? Ich dachte, der ist nächstes Wochenende. Bastian, ich hatte dir vorgestern gesagt, der Besichtigungstermin ist kommendes Wochenende. Nächstes Wochenende wäre das Wochenende nach dem kommenden Wochenende. Warum hast du vorgestern nicht einfach übermorgen gesagt? Dann wäre es klar gewesen. Fahren wir noch mal kurz zu dir und du ziehst dir ein anderes Hemd an, dann können wir auch die Einkaufstüten wegbringen. Du fährst ständig über die Mittellinie. Im Vergleich mit anderen Heizungsformen fährt meine Freundin Anne bis zu 20% über die Mittellinie. Hey, das kostet dann richtig Geld. Basti, hör auf, ich bin fix und fertig. Ich hatte 3 Wochen Frühdienst. Oh, Moment, der ist auch gut. Pass auf, hier, super. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Bastian, du nervst. Sehr gerne. Frau Leifert, Herr Pastewka. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich habe hier um 5 Uhr den nächsten Besichtigungstermin. Ich haue jetzt ab. Sie schauen sich hier die Wohnung in Ruhe an. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie einfach die Tür hinter sich zu. Dann telefonieren wir nachher und Sie stellen mir alle Fragen, die sich ergeben haben. Ja, sollen wir das so machen? Ja, das wäre super. Und Entschuldigung. Ach, nichts dafür. Machen Sie sich keine Sorgen. Also einfach dran denken, Tür feste zuziehen, ja? Ja. Danke. Wir telefonieren dann später. Ja. Wieso entschuldigst du dich bei dem Schmierler? Wieso ich mich entschuldige? Weil es hochnotpeinlich ist, was dein Vater hier abzieht. Oh, wieso ist das hochnotpeinlich? Was ist, wenn er recht hat? Hier mit dem Geländer, mit dem Kunststoffrahmen, mit der Wärmedämmung. Tu doch nicht so. Du weißt doch nicht mal, was eine Wärmedämmung ist. Du hattest von Anfang an keine Lust auf diese Besichtigung. Weißt du was, wenn du keinen Bock hast, dann sag's mir vorher, weil ich bin fix und fertig. Ich hatte 3 Wochen früh. Was ist das denn? Was ist denn hier los? Da war kein Druck auf dem Hahn. Ich habe die Kaltwasserleitung überprüft und jetzt schließt das nicht mehr. Das Gewinde ist total vergniesknaddelt. Vergniesknaddelt? Das darf doch nicht wahr sein. Die müssen hier uralte Rohre drin haben. Was fummelst du denn auch daran rum? Da war kein Druck auf dem Hahn. Nur hör mir doch mal zu, Bastian. Wo ist überhaupt dieser Makler, Fritze? Der soll sich das mal ansehen. Ja, der ist gerade gegangen. Das kann ich mir denken. Dass der die Beine unter den Arm genommen hat. Die Bude ist totaler Schrott. Ich ruf den einfach mal an. Also ich finde die Wohnung eigentlich sehr schön, Herr Pastewka. Und ich find's ehrlich gestanden ein bisschen übertrieben, an den Leitungen rumzudrehen. Anne, seien Sie froh, dass wir das jetzt merken. Das wäre euch doch alles um die Ohren geflogen. Man kann's auch übertreiben. So, jetzt ist der Typ nicht zu erreichen. Na, was ist denn, wenn wir jetzt einfach gehen? Ich meine, das kann ja auch später passiert sein. Sag mal, spinnst du? Wir können doch nicht einfach hier alles unter Wasser setzen und dann abhauen. Nachher sickert es durch. Ja, aber was sollen wir denn machen? Am Samstagnachmittag kriege ich jetzt keinen Handwerker mehr. Bastian, ruf deinen Bruder Hagen an. Der soll eine Rohrpumpenzange mitbringen. Der kann sowas. Ihr habt doch jetzt nicht ernsthaft vor, selber dran rumzuwerkeln. Es gibt so etwas wie Notdienst. Notdienst? Da kann man schon mal 200 Euro nur für die Anfahrt rechnen. Das sind 2 Handgriffe. Ich brauche eine Rohrpumpenzange und fertig. Und dann ist das wieder dicht. Ruf den Hagen an, Bastian. Bastian? Nun lass ihn mal, er weiß schon, was er tut. Ja? Ja, Hagen? Hallo, Bastian hier. Ja, es gibt einen Notfall. Und? Das Ding hat sich voll ins Gewinde gefressen. Das sind Alurohre. Wenn das Gewinde erstmal matsch ist, dann keine Chance. Hagen, findest du nicht, wir sollten einen Notdienst rufen? Ach, Quatsch, wenn wir alle zusammen, das ist eine Vierteldrehung, dann ist das Ding dicht. Hagen, komm, noch mal zusammen. So, mit welcher meiner zahlreichen Fähigkeiten kann ich denn zur Lösung des Problems beitragen? Soll ich helfen? Nein! So, und 1, 2 und 3. Na bitte. Notdienst. Ist dicht? Jo. Spitze. Ja. Hier, der kleine Propeller an der Wasserrohr dreht sich auch nicht mehr.
Grab von Oma Hetti war viel weiter hinten. War da nicht eine Birke? Nee, da war doch keine Birke. Nicht? Ich meine, da war eine Birke. Wann warst denn du das letzte Mal hier, Bastian? Ja, wann? Zur Beerdigung. Bastian, das ist wirklich eine Schande. Oma Hetti hat dir immer was zugesteckt. Wann warst du denn das letzte Mal hier? Ja, ich wohne ja auch nicht in Köln. Ja, du wohnst in Bonn. Das ist auch keine Weltreise. Da hinten ist das Häuschen vom Friedhofswärter. Da fragen wir mal. Da fragst aber du nach, Bastian. Das ist alles sehr peinlich. Sie müssen entschuldigen, aber wir haben hier noch keinen Computer, ne? Wie gesagt, der Name war Pohlmann. Hedwig Pohlmann. Pohlmann, Hedwig Pohlmann. Nee. Nee. Haben wir nicht. Also nicht bei den aktuellen Gräbern, ne? Was heißt denn bei den aktuellen Gräbern? Ja, könnte ja sein, dass das schon wieder freigegeben worden ist, ne? Freigegeben? Ich habe da nichts freigegeben. Das kann überhaupt nicht sein. Bastian, du hast dich doch darum gekümmert. Weißt du da was? Was? Wieso ich? Bei mir hat sich niemand gemeldet. Ja, da haben wir doch. Hedwig Pohlmann. Das Grab wurde voriges Jahr wieder freigegeben, ne? Wie freigegeben? Und was heißt das? Ja, das ist weg. Wie weg? Das ist meine Mutter, die kann doch nicht einfach weg sein. Doch, da ist jetzt ein neues Grab. Ja, wie kann denn sowas passieren? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier steht, für das Grab wurde über ein Jahr keine Grabpflegegebühr bezahlt. Von einem, Bastian Pastewko, ne? Ja, dann gebe ich 3 Mahnungen. Und dann ist das weg. Ja, nu, ich habe Ihnen eine Einzugsermächtigung erteilt. Das ist ja wohl klar. Und Papa. Vielleicht sind die Rechnungen in meine alte Wohnung gegangen. Bastian, das ist wirklich das Allerletzte. Ich habe nie was bekommen, ehrlich. Ach, hör doch auf, das gibt's doch gar nicht. Meine eigene Mutter einfach weg. Oma Hetti hat dir immer was zugesteckt. Oh, jetzt mach du hier nicht auf moralisch. Hättest dich ja selber drum kümmern können. Es ist schließlich deine Mutter. Und Rechnungen bezahlen, das kann man auch von Bonn aus. Aber da warst du ja wieder zu bequem. Ach, einmal selbst die Verantwortung übernehmen. Schon zu viel. Entschuldigung, wissen Sie denn, wo das Grab von unserer Oma war? Ja, geradeaus, erster Gang rechts, bei der Birke. Hier, Papa. Birke, sag ich doch. Na, vom Geburtsjahr her kommt's aber hin. Kannten die Herren meinen Mann? Ihr Mann liegt auf meiner Mutter. Mein Beileid nochmal. Hallo. Wollt ihr Rose kaufen? Wollt ihr keine Rose kaufen? Gut. Dann muss ich wohl die Rose selber essen. Schmeckt gut. Gut. Du bist so ein Kasper. Komm mal bitte mit ins Bad. Noch ein Wasserrohrbruch? Nein, das ist eine Überraschung. Ich mache alles wieder gut, wirklich. Aber leise, dass mein Alter nicht aufwacht. So, wolle in Rose baden? Du Spinne. Bastian, Entschuldigung angenommen. Aber das nächste Mal bitte klopfen, ja?